Okay, fangen wir an. So, herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Heute ausnahmsweise eine Wiederholungsstunde. Ich hatte ja mehrere Fragen bekommen von Ihnen. Und der Plan für heute ist, dass ich einfach ausführliche Antworten darauf gebe, dass ich Ihnen nochmal die Gelegenheit gebe, da nochmal spezifische Fragen zu stellen. Ich nehme das auch auf, weil es ja eher eine Vorlesung ist. Genau, und Übungsaufgaben habe ich dann darüber hinaus heute nicht mitgebracht. Das heißt, wir machen so lange, wie wir kommen. Und dann würde ich Sie einfach potenziell noch ein bisschen früher in die Weihnachtspause entlassen. Vorab noch ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte nochmal betonen, ne? Also ich habe es schon mal vor zwei Vorlesungen gesagt, schauen Sie sich die Aufzeichnung intelligent an. Ja? Also nicht einfach rein nur konsumieren und immer wieder dabei einnicken und ab und zu was aufschreiben. Schauen Sie es intelligent an. Wenn Sie merken, okay, jetzt gerade kann ich nichts mehr aufnehmen, stellen Sie es halt auf Pause, machen sich Notizen und Fragen. Halten Sie immer wieder an, wenn Sie was nicht verstehen, spulen Sie zurück, fragen Sie Ihre Kommilitonen, stellen Sie eine Frage im Diskussionsforum. Subjektiv habe ich das Gefühl, dass immer noch viel zu wenig Fragen im Diskussionsforum gestellt werden. Das kann sein, weil einige sowieso erst den zweiten Termin schreiben wollen und erst in den Semesterferien vielleicht daran arbeiten wollen. Es kann damit zu tun haben, dass sich welche vielleicht nicht trauen, Angst haben, eine dumme Frage zu stellen. Das ist auf jeden Fall, sollte nie ein Grund sein, nicht eine Frage zu stellen. Mir war noch ein Grund eingefallen. Aber bitte, stellen Sie Fragen. Achso, es kann natürlich sein, dass Sie alles total gut verstehen, wenn Sie es das erste Mal hören. Was ich unwahrscheinlich finde, weil ich nicht so toll erklären kann. Nicht, weil Sie blöd sind, weil ich nicht so toll erklären kann. Genau. Bitte, fragen Sie, wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Ich habe Ihnen schon mal angedeutet, es gibt auch die Technologie, dass Sie mit Ihren Kommilitonen zusammen das gucken können. Sie können natürlich einfach zusammen am Rechner sitzen, aber Sie können auch Google Hangout aufmachen. Und für die Leute, die jetzt schon planen, erst zum zweiten Termin zu kommen, einfach weil sie ihre Klausuren so legen möchten, da habe ich natürlich Verständnis für. Das habe ich in meinem Studium auch so gemacht, wenn ich die Möglichkeit hatte. Aber bitte planen Sie den Aufwand für Ihre Klausurvorbereitung sorgfältig. Ja? Also unterschätzen Sie nicht, wie viel Aufwand das ist. Am Ende des Semesters werden wir ungefähr 20 Zeitstunden Vorlesungsaufzeichnung haben. Ja, Sie können sich da jetzt nicht von morgens bis einfach abends einfach davor setzen und dann haben Sie die Vorlesung gehört. Ich habe noch mal so eine generelle Frage zur Klausur. Also ist das Multiple Choice ein Teil und irgendwie so Freitextaufgaben oder okay. Wie kann man sich das irgendwie so vorstellen? Okay, wie die Klausur aussehen wird. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es wird hauptsächlich Multiple Choice sein. Nein. Aber das große Problem bei Multiple Choice ist ja immer, ich will nicht, dass jemand, der nur rät, die Klausur bestehen kann.
Ja, das ist nicht fair gegenüber denen, die nicht hatten. So, und stellen wir uns mal vor, eine Frage hätte jetzt 4 Antwortmöglichkeiten. Also hier ist dann der Fragen, der Textblock, ja, wo quasi die Motivation gegeben wird und die Information, die Sie haben. Und dann haben Sie typischerweise 4 Antwortmöglichkeiten. Das wären zum Beispiel Aussagen. Ne? Und dann würde ich hier oben stehen, kreuzen Sie bei jeder Aussage an, ob diese Aussage wahr oder falsch ist. Ja? Und dann hätte ich hier sowas. Das heißt, Sie müssen für jedes wirklich explizit ankreuzen, was Sie meinen. Also Sie müssen sich zu jedem äußern, damit Sie überhaupt da Punkte kriegen können. Ja? So ungefähr würde eine Frage aussehen. Und die Bewertung würde dann so aussehen. Also für jede Antwortmöglichkeit haben Sie eine, mit Raten eine 50% Chance. Ne? Es ist ja entweder das oder das richtig. Ich werde so benoten, dass wenn Sie genau 2 richtig haben aus dem ganzen Block hier, dann können Sie 40% der Punktzahl dieser Frage erreichen. Und die Bestehensgrenze setze ich dann auf 41% insgesamt. Okay? Das heißt, Sie hätten dann mit 2 richtigen in dem Block hätten Sie 40%. Nochmal 2 richtige, damit wären Sie dann insgesamt bei 80% dieser Frage. Und wenn Sie alle, wenn Sie das ganze richtige Muster haben, gibt es nochmal einen Bonus von 20%, sodass Sie dann 100% für diese Frage hätten. Okay, sagen wir, das hier ist die Musterlösung, ja? Und Sie haben angekreuzt das hier, das hier, das hier und das hier. Das heißt, die haben nur 2 richtig. Dann kriegen sie 40% auf diese Aufgabe. Ja? Das heißt, sie haben gerade so nicht bestanden. Weil 2 könnten sie ja erraten, weil das die Hälfte von 4 ist. Ja? Weil sie 50% Chance haben zu raten. Okay? Ich möchte nur nicht, dass jemand, der nur rät, bestehen kann. Okay? Wenn sie... Wenn Sie so angekreuzt hätten, dann wären das 60%. Okay? Also schon nicht ein schlechtes Resultat. Müssen wir doch rein theoretisch im Schnitt 3 und 4 richtig haben, um zu bestehen. So. Ja, und das können Sie halt nicht mit einer 50% Ratechance erreichen. Und weil es viele verschiedene Fragen geben wird, wird es sich ausmitteln, also dass Sie trotzdem irgendwo zwischen 60 und 100 landen. Okay? So gäbe es jetzt 100. Bitte? Innerhalb eines Blocks nicht. Aber Sie werden natürlich nicht überall das gleiche Ergebnis haben. Ne? Das ist das Konzept. Ich bin noch nicht festgelegt darauf, ob es wirklich immer 4 Antwortmöglichkeiten sind. Aber die meisten Fragen werden so dieses Format haben. Ne? Das, was hier vorgegeben ist, kann ein kurzer Text sein, es kann eine Schätztabelle sein, es kann eine Grafik sein. Und das hier sind dann Aussagen, bei denen Sie beurteilen müssen, ob sie wahr oder falsch sind. Okay? Und wichtig, Sie müssen sich zu jedem äußern. Aber wäre das, wir hatten ja bei der Vorlesung von letzter Woche das mit Open Source, wie sich das dann entwickelt hat in den 60ern, 70ern, 80ern. Würde sowas zum Beispiel auch drankommen? Also weil die Frage, die und die, das Unternehmen hat dann in den 70er Jahren das und das gemacht. Also wäre das auch irgendwie? Grundsätzlich ist alles, was wir in der Vorlesung machen, relevant. Aber ich bin kein großer Fan von reinem Wissen, also reiner Nachfrage. Weil
Das Ziel ist es ja, mit dem Test abzufragen, ob sie es verstanden haben und nicht, wie gut sie auswendig lernen können. Ja, gut, dass man halt mal so eine grobe Vorstellung bekommt. Ja. Also, ich kann, ich, von der Schwierigkeit her kann ich nicht, kann ich die Klausur nicht so machen, dass jede Multiple-Choice-Frage gleichzeitig auch eine Transferfrage ist. Dann werden wir einen schlecht, sehr, sehr, sehr schlechten Schnitt haben. Aber es wird wenig reine Wissensfragen geben und es wird nicht so sein, dass ich frage, keine Ahnung, wie viel Prozent hat Firma X am 16. Mai 1994 in so und so investiert oder sowas. Das ist Quatsch. Ne? Also ich finde, wenn es so abstrakte Fragen wären, wäre es doch schöner, wenn man auch was zum Schreiben hätte. Bei abstrakten Fragen finde ich es immer ganz schwierig, Multiple Choice zu machen, weil man eventuell sich da auch vertun könnte, weil man gar nicht so genau weiß, was greifen könnte, weil es einfach nur schreiben dürfte. Was meinen Sie denn mit abstrakten Fragen? Naja, wenn es fünf Fragen sind, die dann in der Forschungsrunde zum Beispiel stehen, wie Sie das jetzt eben gesagt haben. Ich glaube, sie meint es eher so, wenn du zum Beispiel so eine Grafik, ich sage, wenn du halt so eine Grafik hast und dann irgendwie was die Antwortmöglichkeiten sind, dass man dann vielleicht sich die Grafik vielleicht nochmal selber auf dem Blatt malt und was dazu schreibt und. Also Sie Bearbeitungspapier wenn die nicht bekommen ganz Sie. So eindeutig. Sind. Wenn die Fragen nicht so ganz eindeutig sind. Ja, also es gibt bestimmte Fragentypen, die kann man besser als Essay, also mit Text beantworten und bestimmte kann man ganz gut mit Multiple Choice machen. Ich werde natürlich nicht versuchen, alles in Multiple Choice Format einfach nur zu quetschen, damit ich weniger Korrekturaufwand habe. Also das hier kann ich sowieso nicht vom System benoten lassen, das versteht das System eh nicht. Also ich muss sowieso die Noten selber berechnen. Ja? Also ich werde mir natürlich Gedanken machen, ne? ob Multiple Choice für eine Frage geeignet ist. Ne? Aber so vom Prinzip her ist allen klar, wie das aussehen wird. Ne? Es gibt eine Motivation, einen Text oder eine Tabelle oder eine Grafik und dann müssen Sie ankreuzen, ob die Aussagen, die dann da nachkommen, wahr oder falsch sind. Ne? Okay, aber eigentlich wollte ich sagen, also ja, ich wollte einfach nur denen, die jetzt schon wissen, dass sie nur zum Nachschreibtermin kommen werden, einfach ans Herz legen, dass sie sich rechtzeitig vorbereiten. Ja? Inwieweit wird sich die zweite Klausur von der ersten unterscheiden? Außer, dass sie vielleicht andere Themen wieder erfragen, aber gibt es jetzt irgendwie, es gibt immer so Gerüchte darum, dass sie irgendwas mit dem englischen Text machen würden? Oh, Gerüchte? Das hat hier ausgeschlossen. Bin ich schon auf Reddit? Englisch. Es wird nicht so sein, dass ich in der Klausur einen englischen Text austeile und dann irgendwas dazu frage. Es wird sich auf alle Inhalte beziehen, die in der Vorlesung drankommen. Und alles, was in der ersten Klausur drankommt, ist immer noch für die zweite Klausur relevant. Ich werde für keine Klausur irgendwas ausschließen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie einen Anreiz setzen wollen, den ersten Termin wahrzunehmen, indem Sie zwei Wahlmöglichkeiten mit reinnehmen in die erste Klausur für 7 Aufgaben, von denen wir 5 bearbeiten müssen? Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht sollte ich meinen Anwalt holen. Also ist die erste Klausur eigentlich genauso gut zu schaffen wie die zweite Klausur, wenn man sich entsprechend vorbereitet. Man hat dadurch keinen Nachteil, wenn man die zweite schreibt. Wenn Sie annehmen, dass ich ein Klausursteller bin, der relativ gleich schwere Klausuren stellen kann, ja. Ich meine, ja, ich bin keine Maschine. Ja. Ich kann nicht versprechen, dass die zweite Klausur genauso schwer oder also und das hängt ist für jeden anders. Ne? Also für einen kann die zweite Klausur schwerer sein, für einen kann sie leichter sein. Aber ich werde die zweite Klausur nicht absichtlich schwerer machen, nur da, um Ihnen eins auszuwischen. Ja? Also ich habe es als Student auch immer sehr genossen, wenn ich aufteilen konnte zwischen ersten und zweiten Termin. Ja, da kann man einfach mehr Scheine machen.
Ja, und als letzter Punkt, stellen Sie inhaltliche Fragen lieber früher als später. Ne? Also, ich beantworte schon gerne Fragen, aber wenn jetzt am Tag vor der Klausur 100 Fragen kommen, ja, dann werde ich nicht die ganze Nacht aufbleiben, um alle zu beantworten. Ja? Also, das geht über das hinaus, was Sie von mir erwarten können. Deswegen, inhaltliche Fragen nicht aufheben, sondern sofort stellen, von mir aus auch in der Weihnachtspause. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja, natürlich, der Nachschreibtermin ist der Nachschreibtermin. Ja? Also, wenn Sie erst zum zweiten Termin kommen und dann da durchfallen, dann ist das Ihr Risiko. Ne? Dann, wenn Sie da durchfallen, dann können Sie den Schein erst in einem Jahr wiederholen. Ohne Ausnahme. Okay, das wollte ich nochmal loswerden, das lag mir auf dem Herzen. Wir sind jetzt in der letzten Woche, Eigentumsrechte. Genau, heute machen wir die Wiederholungsfragen und im nächsten Jahr haben wir ungefähr 4 ganze Sitzungen, falls ich gesund bleibe, um dann das Thema Transaktionskosten und Governance zu behandeln. Und die letzte Sitzung habe ich dann wieder reserviert als reine Frage-Wiederholungssitzung. Und das werden wir dann so wie jetzt machen, ne? Dass sie mir vorher Fragen zuschicken und ich das dann beantworte. Okay. Wenn es ansonsten nichts mehr zur Klausur gibt, würde ich einsteigen in die Fragen, die ich bekommen habe. Grob gesehen habe ich 3 Stück bekommen. Da ist es. So, die erste war: Hallo, ich hätte auch gerne noch einmal etwas zu Standardfehler und Konfidenzintervall gehört. Mir ist die Berechnung der 3-gängigen Konfidenzintervalle klar, aber was mir nicht klar wurde, ist die inhaltliche Bedeutung des Standardfehlers durch Konfidenzintervall. Wiederholung der Aufgabe 5c und d wäre ganz gut. MFG. Genau. Ich wiederhole jetzt erstmal die Motivation, was mit Standardfehler gemeint ist und Konfidenzintervall und dann was bei der Aufgabe 5c und d gemeint ist und nochmal kurz, was das denn für uns jetzt für die empirischen Studien bedeutet, die wir uns anschauen. Okay? Achso, ja, Entschuldigung. Die ist ziemlich schwer. Okay, was ich jetzt erzähle, ist eigentlich im Prinzip eine Wiederholung von dem, was ich schon mal gesagt habe. Ach so, zur Literatur, das ist jetzt alles aus diesem Text rausgenommen. Reference Manual for Statistics. Ne? Das war dieses Nachschlagewerk für Juristen, was empirische Methoden angeht. Genau, wenn Sie zurückdenken an das erste Kapitel, dann sind wir ja an einem echten Effekt interessiert. Wir nehmen an, es gibt irgendeinen echten Effekt von x auf y in der Grundgesamtheit, aber wir können realistischerweise die Grundgesamtheit nie ganz erheben und deswegen ist der für uns unbekannt. Ne? Der echte Effekt in der Grundgesamtheit ist für uns unbekannt und er ist fix. Ja? Also der echte Effekt, da gibt es keine Unsicherheit, der ist fix auf einer Zahl. So, was wir aber machen müssen ist, wir müssen eine Stichprobe ziehen, hoffentlich repräsentativ und groß genug und dann schätzen wir anhand dieser Stichprobe einen Effekt. Ja? Wir machen eine Annäherung an den echten Effekt und weil das eine Schätzung ist, ist das nicht fix, sondern mit einem zufälligen Schätzfehler behaftet. Ja? Wir sind uns nicht sicher, ob das der echte Effekt ist. Ne? Und deswegen haben wir da einen statistischen Fehler drin und den können wir versuchen zu modellieren und aus dieser Modellierung kommt dann der Standardfehler raus. Ne? Also es gibt eine Formel dafür, wie man den Standardfehler berechnet. Ist total unspannend, wie diese Formel aussieht. Aber der Punkt ist, wenn wir unsere Daten erhoben haben, können wir daraus den Effekt schätzen oder unser Statistikprogramm kann den Effekt schätzen oder den Durchschnitt
Und unser Statistikprogramm kann uns für diesen Durchschnitt, für diesen Effekt auch einen Standardfehler ausspucken. Okay? Genau, und der Standardfehler, wie gesagt, ist ein Maß dafür, wie groß dieser zufällige Schätzfehler ist. Ne? Also in einer konkreteren Aussage könnten wir dann sagen, je kleiner der Standardfehler, desto genauer ist unsere Schätzung des echten Effekts. Ne? Denn dann haben wir eine kleinere Bandbreite und wir können uns sicherer sein, dass der Effekt in einem gewissen Intervall liegt. Okay? Umgekehrt, je größer der Standardfehler, desto ungenauer, desto unsicherer ist unsere Schätzung des Effektes und desto weniger sicher sind wir, dass der Effekt in einem bestimmten Intervall liegt. So, und Konfidenzintervalle sind einfach hilfreich, um das Konzept der Standardfehler ein bisschen inhaltlich interpretierbar zu machen. Wenn wir zum Beispiel annehmen, also in ganz simplen Modellen wird typischerweise angenommen, dass die Fehler alle normal verteilt sind, ne, und dann folgen sie halt dieser schönen Normalverteilungskurve und dass der Durchschnitt genau 0 ist und dass die Standardabweichung genau 1 ist. Ne, das ist eine Verteilungsannahme, die man machen kann über den Fehler. Okay? Und wenn wir das wissen und uns so eine Normalverteilungskurve vorstellen, dann wissen wir, dass die Fläche zwischen minus 2 Standardfehlern und plus 2 Standardfehlern, also zwischen minus 2 und plus 2, unter der Normalverteilungskurve macht ungefähr 95% der Gesamtfläche unter der Normalverteilungskurve aus. Ja? Und daraus können wir dann die Aussagen über das Konfidenzintervall ableiten. Und zwar für 95% wäre dann, wenn wir schätzen, dass der echte Effekt im Intervall Schätzer minus 2 Standardfehler bis Schätzer plus 2 Standardfehler liegt, liegen wir damit in 95% der Fälle richtig. Okay. Das einfach nur so als Hintergrundinfo, woher diese Zahlen minus 2 plus 2 Standardfehler herkommen. Ne? Das hat mit der Verteilungsannahme zu tun, die wir über den Fehler machen. Und das Gleiche können wir dann für einen Standardfehler und drei Standardfehler sagen. Das hier habe ich aus dem Buch rauskopiert. Was ich eben gesagt habe, ist das 95% Konfidenzintervall. Also wir können uns zu 95% sicher sein, dass der echte Effekt irgendwo zwischen Schätzer minus 2 Standardfehler und Schätzer plus 2 Standardfehler liegt. Und wenn wir noch genauer sein wollen und das 99,7% Konfidenzintervall heranziehen, dann ist das Intervall natürlich größer. Ne? Schätzer minus 3 Standardfehler bis Schätzer plus 3 Standardfehler. Okay? Und eine unsicherere Aussage ist dann das 68% Intervall. Da brauchen wir dann nur das Intervall von Schätzer minus 1 Standardfehler bis Schätzer plus 1 Standardfehler zu betrachten. Nochmal, die Aussage ist dann, wir können uns zu 95% sicher sein, dass der echte Effekt irgendwo zwischen Schätzer minus 2 Standardfehler bis Schätzer plus 2 Standardfehler liegt. Okay? Und die Mitte, was hier als Mitte eingetragen ist, das ist der geschätzte Wert, ne? Die geschätzte Differenz, der geschätzte Durchschnitt, oder von mir aus der geschätzte Koeffizient. Das ist hier in der Mitte. Okay, das gehört noch dazu. Und dann schauen wir uns wiederholend nochmal die Aufgabe 5 an, die wir schon zusammen gemacht haben. Nehmen Sie an, Sie haben eine Firma B unter anderem Daten zu den Stundenlöhnen männlicher und weiblicher Arbeitnehmer. Durch die schlauen Anmerkungen Ihres ehemaligen ÖR-Dozenten sind Sie auf die Idee gekommen, die durchschnittliche Differenz in den Stundenlöhnen zwischen Männern und Frauen mit jeweils gleichem Profil zu berechnen. Da die Firma groß ist, können Sie eine große Stichprobe solcher statistischer Zwillinge erheben. Nehmen Sie an, als durchschnittliche Differenz x quer in den Stundenlöhnen erhalten Sie in der Stichprobe einen Wert von 240 Euro. Das ist Ihr Schätzer, ne? Ihr geschätzter Wert. Und der Standardfehler dieser geschätzten Differenz ergibt sich als 150. Okay? Das ist ein Sigma-Dach. Dach, weil es auch ein geschätzter Standardfehler ist. Berechnen Sie die drei gängigen Konfidenzintervalle für den geschätzten Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in Firma B. Welche Schlussfolgerungen können Sie in Bezug
auf Diskriminierung aus diesen Konfidenzintervallen ziehen. Und in der D ging es darum, das Gleiche zu machen, aber für einen anderen geschätzten, für eine andere geschätzte Differenz mit einem jeweils anderen geschätzten Standardfehler. Okay? Und auch wieder die Frage, welche Schlussfolgerungen kann man in Bezug auf Diskriminierung aus diesen Konfidenzintervallen ziehen? So, schauen wir uns die C an. Haben wir nochmal, der geschätzte Wert war 240, der Standardfehler 150. Wenn wir dann das 68% Konfidenzintervall machen, dann machen wir 240 minus 150, dann die Untergrenze ist also 90 und die obere Grenze ist 390. Sehen wir, beide Werte sind über 0. Okay? Also wir können uns zu 68% sicher sein, dass die Differenz in den Stundenlöhnen positiv ist, ne? Weil beide Enden, beide Extremwerte des Konfidenzintervalls sind über 0. 90 ist über 0 und 390 ist auch über 0. Okay? Das heißt, wir können auf jeden Fall zu 68% sicher schon mal aussagen, dass die Differenz über 0 ist. Was vergessen? Nikolaus ist ja schon so lang vorbei. Bald ist Weihnachten. Wenn wir dann aber das 95% Konfidenzintervall berechnen, da sehen wir, okay, die untere Grenze ist minus 60, also kleiner 0. Die obere Grenze ist 540. Jetzt haben wir schon ein Problem. Ne? Die Differenz, also wir können, was sagt uns das? Wir sind uns zu 95% sicher, dass die Differenz in den Löhnen zwischen minus 60 und 540 liegt. Aber was ist das denn für eine Aussage? Wir sind uns total sicher, dass der Wert irgendwo zwischen einem Minuswert und einem Pluswert liegt. Ja? Das ist gar keine sichere Aussage. Ne? Weil wir sind uns jetzt nicht mehr sicher, dass es auf jeden Fall über 0 ist. Ne? Und das ist eben äquivalent, wenn wir später in der empirischen Studie sagen, es nicht signifikant von 0 verschieden. Das bedeutet, dass das Konfidenzintervall die 0 einschließt. Okay? Und wenn das beim 95% Intervall schon so ist, dann sehen wir, ist es beim 99% Konfidenzintervall auf jeden Fall so. Ne? Wenn wir das berechnen, sehen wir, wir sind uns zu 99,7% sicher, dass die Differenz in den Stundenlöhnen zwischen minus 210 und plus 690 liegt. Okay? Und da gibt es eine Frage. Als ich das so gelesen habe, hat mir das erstmal ein bisschen zu viel, weil ich habe gelesen, zum Beispiel in der ersten Zeile, 90,20 plus 150, dann komme ich ja nie auf den Wert. Also ich habe es jetzt schon nachgezogen, dass man ja dann rechnet 240 plus 750 irgendwie auf die 390 kommt. Aber so wie es da steht, finde ich es irgendwie. Und dann können Sie nachvollziehen, was ich meine? Nein. Okay. Die Folie ist schlecht gemacht. Danke. Okay. Ich glaube, ich hatte mir vorgenommen, dass ich nicht mehr sowas machen will, während der Präsentation eine Folie zu ändern. Weil. Ah, ich habe die nächste verändert. Okay, bei der nächsten. Okay. Bei der D. Oh, da gab es noch eine Frage.
Robert, die grundsätzliche Idee war ja, wir wollen den Effekt von einer auf die andere Variante schätzen. Und dieser Schätzwert ist Fehlerbehaftet und das wollen wir versuchen, mit dem Standardfehler irgendwie ein bisschen greifbar zu machen. Wenn wir jetzt aber an die Aufgabe rausgehen, das sind ja absolute Zahlen und keine relativen. Und ich habe immer gedacht, der Effekt ist immer ja, eine Verhältniszahl. Und hier würde man ja jetzt irgendwie sagen, wir sind uns zu 68% sicher, dass der Unterschied von den Gehältern der weiblichen Person und der männlichen Person zwischen 90 und 360 liegt. Aber das sind ja absolute Zahlen. Ich habe gedacht, es geht irgendwie immer um eine relative Größe. Also, ob es immer um absolute oder relative Größen geht, das ist total von der Anwendung abhängig, wie die Zahl im Detail interpretiert wird. Ne? Streng genommen ist eine Differenz auch eine relative Zahl. Ne? Eine Differenz in Löhnen ist auch eine relative Zahl. Tatsache, dass eine Zahl rauskommt als Differenz, heißt nicht, dass man es nicht relativ interpretieren kann. Okay? Aber im Endeffekt hängt es immer von der jeweiligen Anwendung ab, ne? Wie die Schätzgleichung formuliert ist. Ne? Wenn wir Logarithmen benutzen, ist es eine Prozentaussage und so weiter und so weiter. Okay? Noch Fragen, die ich übersehen habe? Okay. Dann bei der D hatten wir neue Werte, nämlich als geschätzte Differenz 470 Euro und als Standardfehler 143. Und wenn wir da das Konfidenzintervall berechnen, haben wir als untere Grenze 327 plus 327 und als obere Grenze plus 613. Und ja, das sagt uns schon mal, wir sind uns zu 68% sicher, dass die Differenz auf jeden Fall positiv ist, ne? Weil beide Grenzen sind über 0 und auch auf jeden Fall irgendwo zwischen 300 und 600 Euro ist. Und wenn wir dann noch sicherer sein wollen, weil 68% ist ja nicht sehr sicher, besonders nicht, wenn es um Gerichtsfall ginge, dann können wir das 95% Konfidenzintervall ausrechnen. Stimmt das? Und wenn wir das machen, dann kommen wir auf ein Intervall von plus 84 bis plus 856 und das ist immer noch beides über 0. Ne? Das heißt, wir können sagen, zu 95% sind wir uns sicher, dass die Lohndifferenz positiv ist. Also signifikant von 0 verschieden, signifikant größer als 0. Ja? Das heißt, zu 95% sind wir uns sicher, dass hier Diskriminierung vorliegt. Ne? Denn wenn wir eine signifikante Differenz finden, dann heißt das, wir können die nicht mehr zufällig erklären. Das kann jetzt aber nicht richtig sein, oder? Okay, anscheinend kann ich noch nicht mal mehr einen Taschenrechner richtig benutzen. Okay, ich weiß nicht genau, was ich hier ausgerechnet habe. Bitte? Ich habe da Werte bei 95%, das ist 184 und 750. Und was? Okay, das macht mehr Sinn. Der Punkt, okay, die Qualität, die Richtung der Aussage ist immer noch gleich. Ne? Und ich habe es halt die Aufgabe so konstruiert oder konzipiert, dass halt selbst beim 99% Konfidenzintervall kriegen wir immer noch zwei Werte über 0 raus. Okay? Das heißt, zu 99% sind wir uns sicher, dass die Differenz in den Löhnen zwischen 41 und 899 Euro liegt. Das heißt, wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass die Differenz positiv ist.
Wie groß die jetzt genau ist, ist natürlich schwer zu sagen, ne? Weil 41 und 900 Euro ist eine große Spannbreite. Aber der Punkt ist, auf jeden Fall sind wir uns hier sicher, dass es eine Differenz gibt, die nicht zufällig erklärbar ist. Ne? Also eine statistisch signifikante Differenz. Das heißt, bei der Stichprobe von 470 Euro sind wir uns sicher, dass eine Diskriminierung vorliegt zu 99% Konfidenzintervall. Und bei 240 Euro sind wir uns zu 99% sicher, dass keine vorliegt. Weil ja auch die Wert negativ ist. Oder? Nee, nee, okay. So kann man das nicht sagen. Bei der Aufgabe davor. Bei der Weißer von Minus. Haben wir einfach keine Evidenz dafür, dass es Diskriminierung gibt. Okay, man kann es nicht beweisen. Ja. Man kann den Zufall nicht ausschließen. Die Werte müssen nur positiv, also beide positiv oder beide negativ sein, dann kann ich was sagen. Also wenn beide negativ sind, dann wenn negativ ist, was wäre das denn eigentlich? Wenn beide negativ wären. Ja, was wäre das denn? Wenn das Konfidenzintervall komplett im negativen Bereich liegt, was würde das denn bedeuten? Genau, das würde bedeuten, dass die Frauen mehr kriegen, dass die Frauen signifikant mehr kriegen und dass man da den Zufall ausschließen kann. Genau, richtig. Ne? Das Konfidenzintervall muss komplett über oder komplett unter Null liegen. Nee. Also die Höhe der Werte. Das ist dann subjektiv, ne? Wenn es darum geht, genau, also wirklich die Höhe zu interpretieren. Okay? Aber hier, Diskriminierung ist ja etwas, ja? Entweder ja oder nein. Es gibt Diskriminierung oder nicht. Aber das hat die Kommilitonin völlig richtig gesagt, ne? Also das Konfidenzintervall muss für beide Werte über oder unter Null liegen, damit wir sagen können, dass es signifikant ist. So, und dann der letzte Schritt ist dann die Anwendung. Wir schauen uns ja meistens die Ergebnisse von Regressionsanalysen an. Und da geht es ja dann um Effekt von x auf y. Und da ist es genauso. Wir nehmen an, in der Grundgesamtheit, die wir ja nicht beobachten können, gibt es einen echten Effekt von x auf y. Der ist uns unbekannt und fix. Und mit den Stichprobendaten, die wir haben, schätzen wir den Effekt. Beta ist das oft, ne, in den Beispielen. Beta ist der Koeffizient, der Steigungsparameter, wenn Sie sich erinnern. Und dazu gehörig können wir auch noch einen Standardfehler schätzen. Ne? Also wie ungenau wir dieses Beta geschätzt haben. Ne? Das spuckt unser Statistikprogramm auch aus. Und dann sprechen wir von einem Effekt, der signifikant von 0 verschieden ist, wenn das 95% Konfidenzintervall für das Beta ganz über oder ganz unter 0 ist. Das ist einfach der letzte Schritt jetzt noch, ne, für die Sachen, die wir uns meistens in den Aufgaben und in den empirischen Studien anschauen. Und das sehen wir dann auch gleich, wenn wir uns die Aufgabe 14 nochmal anschauen, okay? So, das war das, was ich zur Wiederholung auf die Frage sagen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt klarer geworden ist. Ich weiß nicht. Haben Sie jetzt dazu noch Fragen? Zu dem Konzept Standardfehler, Konfidenzintervall? Wenn nicht, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Frage. Das war eine sozusagen zweigeteilte Frage. Hallo, ich würde gerne nochmal etwas zu Korrelationskoeffizienten, Regressionsanalyse und die damit verbundene Interpretation von Graphen hören. Außerdem ist mir der Zusammenhang zwischen den intellektuellen Eigentumsrechten und der Open-Source-Software nicht ganz klar geworden. Vielleicht können Sie das nochmal einordnen und zur Erläuterung ein Beispiel abliefern. Vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, also zu dem ersten Teil, zu der ersten Frage, das ist eine sehr breite Frage. Ne? Also das ist so ungefähr, bitte wiederholen Sie nochmal das ganze Kapitel, das Ganze zu Korrelationskoeffizienten und Regressionsanalyse und alles, was mit Interpretation von Graphen zu tun hat. Ich weiß nicht, gibt es da eine spezifische Frage zu? Dann versuche ich darauf einzugehen. Ansonsten würde ich die überspringen wollen, weil es halt
sehr generell ist. Zusammenhang, also dass ich über die Kausalität aussagen kann. Wenn ich die Gründungsanalyse durchgeführt habe, kann ich dann immer auch auf Kausalität schließen oder muss ich da vorsichtig sein? Okay, okay. Ja, das ist eine spezifische Frage. Der Kommilitone fragt also, ob ich von bei den Ergebnissen einer Regressionsanalyse immer auf Kausalität schließen kann oder ob ich da eher vorsichtig sein muss. Was würden Sie denn vermuten, was die Antwort ist? Ist es immer eine Kausalität oder muss ich vorsichtig sein? Hat irgendjemand eine Vermutung? Genau, richtig. Ne? Also wir brauchen Korrelation, damit wir überhaupt auf Kausalität schließen können. Aber Korrelation reicht nicht. Es ist keine endgültige Evidenz. Okay? Und leider sind die Ergebnisse von Regressionsanalysen erstmal nur Korrelationsergebnisse. Ja? Denn wenn Sie es mal überlegen, Sie haben da eine Datentabelle vor sich und Sie sagen dem Statistikprogramm, diese Variable soll jetzt unsere Abhängige sein. Ja? Und die anderen Variablen sollen unsere Unabhängigen sein. Genauso können Sie dem Statistikprogramm sagen, eine andere Variable soll jetzt aber die abhängige Variable sein. Ne? Und das Statistikprogramm rechnet immer nur die Betas und die Standardfehler aus. Aber ob das jetzt ein kausaler Zusammenhang ist, das ist damit noch nicht gewährleistet. Ja? Weil Sie könnten ja ganz einfach Y und X austauschen und es würde immer noch eine Korrelation rauskommen. Aber wenn Sie das als Kausalität interpretieren, dann sind Sie nicht schlauer als vorher. Ne? Weil dann wissen Sie, okay, das eine beeinflusst, also X beeinflusst Y, aber man kann genauso gut sagen, Y beeinflusst X. Ja? Und es gibt eben Methoden statistisch, mit denen man versuchen kann, eine der beiden Wirkungsrichtungen auszuschließen. Ja? Und das ist genau das, was wir jetzt bei File-Sharing gesehen hatten, ne, mit diesen Instrumentvariablen. Okay? Da gab es ja Verkaufszahlen und File-Sharing-Inzidenz und da war man sich jetzt nicht sicher. Ja? Also File-Sharing könnte dazu führen, dass Verkaufszahlen geringer werden von einem Song oder von mir aus sogar größer, wenn es bekannter wird, aber es kann natürlich auch sein, erst wenn ein Song bekannt wird, beliebt ist, in den Charts ist, kommen Leute überhaupt erst darauf, den Raub kopieren zu wollen. Und deswegen steigt File-Sharing. Ne? Das heißt, wir haben eine Korrelation zwischen File-Sharing und Verkaufszahlen, aber wissen nicht genau, in welche Richtung die Kausalität läuft. Und mit diesen Instrumentvariablen, mit dieser Variable Anzahl der deutschen Schüler, die Ferien haben, konnte man eben versuchen, eine Wirkungsrichtung auszuschließen. Ja, nämlich die von Verkaufszahlen zurück auf File-Sharing. Das ist dann eben eine Möglichkeit, das ist so eine Art statistischer Trick, um Evidenz für Kausalität zu finden. Ne? Denn ja, wir können dann sagen, okay, es gibt Korrelation und wir haben eine Wirkungsrichtung ausgeschlossen. Das heißt, was dann noch übrig ist an Korrelation, das ist Evidenz dafür, Kausalität von X auf Y. Okay? Aber letztendlich beweisen können wir Kausalität natürlich nie. Ne? Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das ist so die gängigste bei unseren Regressionsanalysen hier. Ne? Eine andere Möglichkeit, wo wir schon dabei sind, ist dann eben ein Experiment. Okay? Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei eineiige Zwillinge, die ihr ganzes Leben lang bis zu diesem Experiment genau gleich verbracht haben, unter genau den gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. Das gibt es natürlich nicht in Wirklichkeit. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten so Zwillinge und jetzt in dem Experiment trennen wir die. Der eine kriegt
die Pille und der andere kriegt das, wie nennt man das? Das, den Placebo, genau. Und was wir dann als Unterschied beobachten können zwischen den beiden Zwillingen, das kann ja nur der Unterschied im Effekt zwischen Pille und Placebo sein. Weil alles andere ist ja bis jetzt gleich gehalten worden. Ne? Und bei Experimenten versucht man eben so zu tun, als ob man Zwillinge betrachtet, indem man randomisiert. Ne? Also wir haben jetzt dann quasi 40 Versuchsteilnehmer und wir wählen zufällig aus, wer kriegt die echte Pille, wer kriegt das Placebo. Und damit versucht man so zu tun, als ob man Zwillinge hätte. Okay? Und dann kann man eben das so interpretieren, dass alle anderen Faktoren, die kann man ignorieren, weil die zufällig sind. Und das Einzige, was dann nicht zufällig ist, ist, wer hat die Pille bekommen und wer hat das Placebo bekommen. Okay? Das ist dann der Versuch der experimentellen Methoden, auf Kausalität zu schließen. Ja, was kann man noch machen, wenn man auf Kausalität schließen möchte? Eine Voraussetzung für Kausalität ist natürlich, dass das X muss vor dem Y passiert sein. Ja? Das klingt trivial, aber ist es oft nicht. Ne? Also, weil, ja, wenn wir Querschnittsdaten uns anschauen, dann sind die Variablen oft auf die gleiche Beobachtungsperiode bezogen. Ne? Also, ja, damit X überhaupt einen Effekt auf Y haben kann, muss es vorher passiert sein. Ja? Genau. Und da gibt es dann eben auch Tests darauf, ne? Ob dann da Kausalität vorliegt. Okay. Aber grundsätzlich ist es schwer, Kausalität nachzuweisen, Evidenz für Kausalität zu finden. Aber ja, letztendlich ist es das, was uns am meisten interessiert und das, was die stärkste Aussage ermöglicht. Hm? Okay, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Dann zum zweiten Teil der Frage. Genau, der Zusammenhang zwischen intellektuellen Eigentumsrechten und Open Source Software. Okay, da hole ich nochmal aus. Das klassische Argument war ja, vielleicht sind Sie schon leid, aber das klassische Argument lautet, weil Informationsgüter so sind, wie sie sind, wegen ihrer spezifischen Eigenschaften, wird eine reine Bereitstellung über einen Wettbewerbsmarkt, und zwar mit Standardverfügungsrechten, das heißt nur mit Right of First Sale, wird so eine Bereitstellung entweder zu einer Unterversorgung oder zu einer Nichtversorgung mit Informationsgütern führen. Also wenn wir nur Standardverfügungsrechte haben an Informationsgütern und nur Wettbewerbsmarkt, dann werden wir entweder gar keine oder zu wenig Informationsgüter haben. Und zwar zu wenig bezieht sich auf die gesellschaftlich optimale Menge. Ja? Und das liegt an den Eigenschaften von Informationsgütern. Ne? Informationsgüter sind so ähnlich wie öffentliche Güter. Man kann andere schlecht davon ausschließen. Wenn jemand anders etwas konsumiert, dann beeinträchtigt das nicht unbedingt meinen Konsum davon. Und natürlich die Eigenschaft, dass die erste Kopie ist relativ schwer, teuer herzustellen, mit hohen Fixkosten verbunden. Und alle weiteren Kopien sind fast kostenlos herzustellen. Ne? Also, und wenn wir das Argument jetzt weiterführen, dann ist die Frage, wie kriegen wir eine gesellschaftlich optimale Menge an Informationsgütern, also Bücher, Musik, Kunst, Filme, Erfindungen. Dann heißt das, was wir wollen, ist, die Verfügungsrechte an Informationsgütern sollten erweitert werden um eine Monopolkomponente. Das ist das, was ich immer Downstream Licensing nenne, damit es genug Anreize gibt für die Produzenten, die gesellschaftlich wünschenswerte Menge an Informationsgütern bereitzustellen. Ja, denn wir nehmen ja an, ein reiner Wettbewerbsmarkt würde entweder zu wenig oder gar keine Informationsgüter bereitstellen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall mehr. Und wie kriegen wir mehr? Wir geben den Produzenten mehr Anreize, Informationsgüter herzustellen. Und Monopolrenten sind immer höher als Wettbewerbsgewinne, weil Wettbewerbsgewinne sind per Definition null.
Und dann, das ist der zusätzliche Anreiz, den wir den Produzenten bieten wollen. Und bei kommerzieller Closed-Source-Software, also die Standardsoftware, die Sie kaufen würden im Laden, sehen wir ganz klar Downstream-Licensing, denn die Lizenzvereinbarung, die Sie immer implizit unterschreiben oder akzeptieren, die sogenannte EULA, die schränkt ganz stark ein, was Sie als Konsument mit der Software machen können. Ja? Da steht auf hunderten von Seiten, was Sie damit nicht machen dürfen. Und aus ökonomischer Sicht bedeutet das, Ihre Verfügungsrechte an dieser Software sind total eingeschränkt. Ja? Es gibt nicht viel, was Sie damit machen können. Und das klassische Argument wäre, ja, das brauchen wir aber, damit die Produzenten genug Anreize haben, das überhaupt herzustellen. Und die Tatsache, dass es überhaupt Open-Source-Software gibt und in manchen Bereichen Open-Source-Software dominant ist, ist dann erstmal so eine Art Puzzle aus ökonomischer Sicht. Ne? Denn aus klassischer Sicht würden wir erwarten, dass es fast keine Open-Source-Software geben sollte, weil es keine Monopolrenten gibt. Bei Open-Source-Software gibt es fast kein Downstream-Licensing. Ja? Da sind die Verfügungsrechte des Konsumenten bzw. des Users sehr wenig eingeschränkt. Ne? Also man kann fast alles damit machen, was man will. Sogar es kommerziell verwenden. Und da es bei Open-Source-Software keine zusätzlichen Monopolrenten via Downstream-Licensing gibt, es gibt nur Right of First Sale, würde man aus klassischer Sicht erwarten, dass es fast keine Anreize gibt, Open-Source-Software zu entwickeln. Ja? Und das ist eigentlich die Motivation für die ganze Vorlesung zu Open Source. Ne? Sich anzuschauen, welche Anreize die relevanten Akteure haben, sich trotz fehlender Monopolrechte an der Entwicklung von Open Source Produkten zu beteiligen. Das ist der Zusammenhang zwischen intellektuellen Eigentumsrechten und Open Source Software. Ich weiß nicht, ist es klarer geworden? Gibt es noch spezifische Fragen? Keine Fragen? Okay. Ich würde an dieser Stelle kurz eine 5 Minuten Pause machen, damit ich mir einen Tee holen kann, damit wir die letzte Frage noch besprechen können. Also 5 nach 1 machen wir weiter.